Hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf Kais Kanal. Heute wieder mal was anderes und zwar bin ich nominiert für eine Koch-Challenge. Die Koch-Challenge nennt sich Kochsünde und das Ganze ins Leben gerufen hat der Kanal Gartenarche. Den verlinke ich euch auch. Da oder da, weiß ich nicht genau, schaut auf die Infobox. So sieht der Kanal aus. Denn wie letztes Wochenende angekündigt, habe ich heute meine eigene Challenge am Start. Ja, worum geht's bei der Challenge? Bei der Challenge geht es darum, ein Gericht zuzubereiten, das vielleicht so ein bisschen außerhalb des normalen Prinzips, der normalen Ausrichtung des Kanals ist und vielleicht auch eine seltsame Kombination von Zutaten beinhaltet. Nominiert wurde ich für diese Challenge vom lieben Freddy von Freddys Kanal. Auch ein Link zu dem Kanal werde ich euch da oder da einblenden in der Infobox. So sieht der Kanal von Freddy aus. Moin Leute, ich bin Freddy von Freddy's Kitchen und heute mache ich Maggi-Gelee. Und ich habe natürlich, wie die anderen auch, genauso die Möglichkeit, drei weitere Kanäle zu nominieren, nachdem ich meine Challenge hier beendet habe. Allerdings haben sich die Personen, die ich nominieren wollte, nicht gemeldet. Insofern bleibt eine Person über, die sich gemeldet hat und die gerne auch dann teilnehmen möchte. Und das ist der Kanal Özges Backwelt. Den Kanal verlinke ich euch, ihr wisst schon, da oder da in der Infobox. So sieht der Kanal von Özges Backwelt aus. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal auf Özges Backwelt. Heute machen wir einen super leckeren und einfachen San Sebastian Cheesecake. Eine super charmante Präsentation, sehr ästhetisch, sehr authentisch. Schaut bitte in alle Kanäle rein. Lasst in irgendeinem Video, das ihr wollt, ein Like da, wenn ihr wollt, auch in allen. Und abonniert die Kanäle. Ich verlinke sie unten in der Beschreibung auch, in der Videobeschreibung. Und jetzt beginne ich mit meiner Koch-Challenge. Viel Spaß dabei. Hasta la próxima. Ich mache erstmal Erdnusssoße. Dafür brauche ich natürlich Erdnüsse. Etwas Currypaste rote, eine Knoblauchzehe, Kokosmilch, Fischsoße, ein Becher zum Mixen, ein Stabmixer, ein Heißmachwürstchen, wie man so schön sagt hier, und etwas Gewürzgurken, ein Hotdogbrötchen, Sauerkraut, Tomatenketchup. So, erstmal die Erdnusssoße zubereiten. Dazu mache ich Öl in einem Topf warm und röste die Erdnüsse vorsichtig an. Bisschen umrühren zwischendurch, damit die nicht anbrennen. Wenn das Ganze fertig ist, die Erdnüsse raus aus dem Topf. Und in demselben Topf die rote Currypaste anschwitzen. Das geschehen, die Kokosmilch hinzugeben, das Ganze zur homogenen Masse verrühren und erhitzen. Dann ein bisschen Fischsoße dazu.
So, Zeitlupenmodus beendet. Etwas Zucker. Umrühren. Dann die gerösteten Erdnüsse wieder in die Soße. Ganz wichtig ist, dass jetzt die Kokosmilch nicht anfängt zu kochen, diese ganze Soße, sondern nur erhitzt wird. So ein paar Minuten, 2, 3, das reicht. Mir war es nicht scharf genug, als ich probiert habe, also noch ein bisschen sag schnell, Chili-Soße dazu. Die Knoblauchzehe ist schon im Messbecher. Jetzt den Rest hinzugeben. Und durchmixen. Das sieht jetzt aus, als hätte ich eine Bohrmaschine, aber das ist nur, weil ich das Video ein bisschen schneller laufen lasse. Oh, irgendwann hat man dann eine schön homogene Masse. Wie man sieht, das ist die Erdnusssoße. Jetzt eine Pfanne mit Öl erhitzen und darin das Würstchen anbraten. Das heißmache Würstchen, die Bockwurst. Ganz wichtig ist, dass die Pfanne auf jeden Fall kleiner ist als das Würstchen, dass man wenigstens so ein paar Probleme hat, das schön von allen Seiten braun zu kriegen. Und wenn das fertig ist, kommt die Präparation des Brötchens. Ketchup auf beide Hälften. Dann das Würstchen rein. Aufpassen, dass das Ganze nicht umfällt. Genau. Sauerkraut. Je nach Belieben. Dann die Gewürzgurken. Und darüber die Erdnusssoße. Ja, die Erdnusssoße. Fertig ist der Hotdog Spezial. Ich probiere mal eben, ob der auch gut schmeckt. Ich bin fest davon überzeugt. So wie man sieht, ist der gut. Viel Spaß beim Nachkotzen. Wenn es euch gefallen haben sollte, lasst ein Like und ein Abo da und kommentiert und bis zum nächsten Mal. Grüße aus Spanien.